Wortmeldung. Deswegen könnte es gleich gelingen, damit es bewenden zu lassen. Ich würde zunächst anfangen mit dem Änderungsantrag interfraktionell. Er ist mir Frau Dr. Kaufmann benannt worden, als diejenige, die es einbringt. Und dann den Ergänzungsantrag, Herr Green, dass Sie Ihren mal vortragen. Bitte schön. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren Stadträte, sehr geehrter erster Bürgermeister Herr Hilbert, ich möchte es kurz machen. Diese Ereignisanalyse, die uns bereits seit längerer Zeit vorliegt, sollte das bleiben, was sie ist, nämlich eine Ereignisanalyse, und das hat sie auch famos geschafft. Hierbei ist aufbereitet worden durch die Stadtverwaltung, an welchen Stellen durch das letzte Hochwasser im Mai und Juni 2013 Schäden entstanden sind, wie sich sozusagen daraus ein Handlungsbedarf ergibt. Und diesen nehmen wir heute auch gern in dieser Weise zur Kenntnis, wissend, dass im Bereich des Dresdner Ostens und damit im Bereich der Lockwitz der Handlungsbedarf am größten ist. Was wir dagegen, und deswegen liegt Ihnen jetzt unser Änderungsantrag auch vor, nicht mit in diesem Zusammenhang beschließen wollen, ist ein Passus, der durch die Stadtverwaltung im Sommer 2014 in die Vorlage hineindekliniert wurde, nämlich dass ein Bebauungsplanverfahren fortgeführt wird, was weder damals noch heute auf den Weg gebracht wurde. Das bedeutet, dass wir nicht Entwicklungen vorweggreifen wollen. Das ist strategisch falsch. Wir haben bis heute keine genaue Analyse, welche Hochwasserstände in diesem Stadtteil an dieser Stelle, wo sich die sogenannte Hafen City in Diskussion befindet, erreichen werden. Und zum anderen können wir damit, und das ist inhaltlich, denke ich, wichtig, zum heutigen Zeitpunkt eine solche Bebauung nicht gutheißen, weil sie ist schlichtweg im Überflutungsgebiet der Elbe. Mit anderen Worten, nehmen wir diese Ereignisanalyse gern zur Kenntnis, ermöglichen es damit der Landeshauptstadt auch Planungen zu materialisieren, indem Fördergelder beantragt werden, und würden dann dieser Vorlage in dieser Weise zustimmen. Ein Satz noch dazu. Es gibt einen Beschlusstext 4b, auf den möchte ich noch hinweisen. Dieser Beschlusstext ist ebenfalls aus Sicht der Linken nicht nötig. Jede Person kann an ihrem Eigentum gern das tun und lassen, was sie möchte. In dem Falle sollen potenzielle Investoren im Gebiet, sobald planerische und rechtliche Grundvoraussetzungen vorliegen, auf eigene Kosten mit Detailplanungen und Realisierungen des durch sie zu übernehmenden Teils der Hochwasserschutzanlage beginnen können. Diesen Passus würde ich ebenfalls streichen und dies hiermit beantragen und auch gern damit begründen, dass es nicht Teil einer Hochwasseranalyse ist, privaten Investoren dies vorzuschreiben oder sozusagen darzustellen, was sie tun oder nicht tun müssen und können. Und denke, dann ist diese Vorlage in dieser Weise rund. Nach der Analyse erfolgt eine Bewertung und ein klarer und eindeutiger Handlungsrahmen, was die Verwaltung möchte. Wo steht es? Kam gerade die Frage. Das ist der Passus 4b aus dem Beschlusstext, der am 10.07.2014 beschlossen wurde. Den möchte ich ebenfalls gestrichen haben. Damit ist der gesamte Punkt 4 von dieser Ereignisanalyse gestrichen. Geht es nach der Fraktion Die Linke. Danke schön. Jetzt Herr Green, bitte.
Ja, meine Damen und Herren, Herr Erster Bürgermeister, es ist ja manchmal lehrreich, wenn man eine Vorlage, die vor einem halben Jahr behandelt wurde, jetzt nochmal auf den Tisch bekommt. Da kann man sehen, was von dem, was man damals gesagt hat, sich in der Folgezeit als zutreffend herausgestellt hat und kann außerdem auch auf Entwicklungen eingehen. Zuerst nochmal zur Erinnerung, die Wiederholung ist bekanntlich die Mutter der Weisheit. Wie schon berichtet, war ich ja persönlich am 3. Juni 13, nachts 1.13 Uhr an der Lockwitz und habe also selber den Zeitpunkt wahrgenommen, wo die Lockwitz aus ihrem Bett sprang am Kreisverkehr an der Windmühlenstraße und konnte so aus erster Hand die Schwachstellen benennen. Zum einen ist es die 150-Grad-Kurve, 100 Meter entfernt vom Kreisverkehr. Dieser Hinweis ist in die Analyse und zur Planung eingegangen. Und eingegangen ist auch mein Hinweis, dass die Häuser auf der Reichsstraße rückwärtig überschwemmt worden sind vom überlaufenden Flutgraben. Auch hier soll die Mauer erhöht werden. Auch das hat man also aufgenommen. Auch einen besseren Abfluss vom Flutgraben gibt es jetzt. Die Brücke ist mittlerweile fertiggestellt. Sie erinnern sich vielleicht noch an die spaßhaften Verwirrungen, die es um das Datum der Fertigstellung dieser Baustelle gab. Die Anwohner der Windmühlenstraße waren durch diese Sperrung sehr genervt. Und als die Oberbürgermeisterin mir dann bestätigte, ja, der 7. November als Datum wird gehalten, da war die Freude groß. Das trat dann doch nicht ein und Herr Marx musste sich entschuldigen und sagen, ja, die Baufirma hat uns nicht gesagt, dass sie eigentlich schon pleite war. Na gut, aber jetzt ist die Straße frei gewesen. Dass die Überschwemmungen längs der Reichsstraße von einem großen Teil zu einem großen Teil von verstopften Schleusen herrührten, das konnte nicht in die Vorlage eingehen, dafür habe ich Verständnis. Ich hoffe aber, dass dieses Katastrophenszenario vom Hochwasserstab aufgenommen worden ist und dass bei der nächsten erwarteten Flut die Schleusen kurzfristig gereinigt werden. Das sind ja 10, 15 Stück, kann man wahrscheinlich innerhalb von 2 Stunden erledigen. Wenn der Flutgraben überläuft, damit komme ich zu dem, was sich, nachdem wir das erste Mal die Vorlage behandelt haben, ereignet hat. Wenn der Flutgraben überläuft und eine höhere Mauer gezogen ist, um die Häuser der Reichsstraße rückwärtig zu schützen, dann läuft das Wasser stärker noch, als es 2013 passiert ist, über die Felder in Richtung Gewerbegebiet Bismarckstraße. Das lockt natürlich keine Investoren an und deswegen wollen sie auch dort die Wasserführung noch verbessern. Und dazu fand am 16. Oktober eine Informationsveranstaltung mit den Gewerbetreibenden auf der Bismarckstraße statt. Dass dieser Zeitpunkt der Infoveranstaltung genau auf die Stadtratssitzung fiel, war sicherlich rein zufällig, sodass ja kein Stadtrat dort teilnehmen konnte. Was dort vorgestellt wurde, klang einleuchtend. Das Gewerbegebiet, welches zur Flut 2013 noch einen halben Meter unter Wasser stand, ist wohl jetzt geschützt, wenn dann mal gebaut worden ist. Eine letzte Schwachstelle bleibt, und damit komme ich zum Ergänzungsantrag. Ich meine die Garagengemeinschaft an der Bismarckstraße. Zur besseren Vorstellung, wer also den Haltepunkt Dobritz kennt, das ist das, was man aus der Eisenbahn heraus am Haltepunkt Dobritz sieht, diese Garagen, um die geht es. Für diese Garagenbesitzer wurde überhaupt nichts getan und nichts geplant. Und man muss davon ausgehen, dass bei der nächsten Flut diese Garagen wieder um 1 Meter unter Wasser stehen. Frau Oberbürgermeisterin, Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, das ist nicht richtig, wie Sie mit den Leuten umgehen. Für Gewerbetreibende, die Sie gerne haben wollen in der Stadt und die Geld bringen, für die investieren Sie bei der Wasserführung und setzen sich beim Land dafür ein. Und für die Besitzer der Garagengemeinschaft tun Sie überhaupt nichts. Das muss hier mit aller Klarheit kritisiert werden. Ich habe mit den Verantwortlichen gesprochen und die sind stinkesauer wegen dieser Nichtaktivität. Und deswegen liegt Ihnen auch der Ergänzungsantrag vor. Bitte kümmern Sie sich darum, dass auch diese Garagen vor dem Wasser geschützt werden. Ich bitte um Zustimmung. Danke. So, ich habe eine weitere Wortmeldung gesehen, Herr Dr. Reuter. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, Frau Dr. Kaufmann, Sie überraschen uns heute etwas mit, insbesondere mit dem zweiten Teil Ihres Änderungsantrages. Wenn Sie es konsequent betreiben würden, dann hätten Sie
außer dem ersten Punkt alle weiteren Punkte dieses Antrags streichen müssen, denn das ist die eigentliche Analyse. Aus der Analyse gibt es aber auch Forderungen und Folgerungen, und die sind Sie offensichtlich nicht bereit zu ziehen bzw. auch einfach zur Kenntnis zu nehmen. Der Antrag, die Vorlage, wie sie heute zur Abstimmung steht, ist, wenn ich mich recht entsinne, nahezu einstimmig von allen Fraktionen, auch mit ihren Stimmen, im Juli beschlossen worden. Damals haben Sie diese Bedenken nicht gehabt, die Sie heute sehen. Was Sie heute hier ändern wollen an dem vierten Punkt, bedeutet zum einen ein Misstrauen gegen die potenziellen Investoren. Es setzt Zeichen gegen Wohnungsbau für die Stadt. Sollten wir einfach im Hinterkopf halten. Und im zweiten Punkt, Sie wollen also auch 4b streichen, den wir damals nach langer Diskussion auch im Umweltausschuss so beschlossen haben. Wir wollen den Investoren, die hier etwas tun wollen, auch ein Zeichen setzen und sagen, wenn klar ist, wie der Hochwasserschutz ist, dann könnt ihr euch zum einen daran beteiligen, dann sollt ihr da aber auch anfangen können mit euren Investitionen. Das gilt jetzt auf einmal alles nicht mehr. Wir werden diesen Änderungsanträgen nicht zustimmen. Nächste Wortmeldung, Herr Lichti und dann Frau Dr. Kaufmann. Ja, Herr Reuter, ich muss Ihnen widersprechen, weil Sie haben einfach nicht recht. Herr Dr. Reuter, Entschuldigung. Herr Dr. Reuter, ich muss Ihnen widersprechen. Wir wissen doch alle, um was es geht. Die Vorlage haben wir ja wirklich lang und breit hin und her gewendet. Und wir wissen doch alle, dass die Hochwasseranalysen sich durch die Ereignisse 2013 als unrichtig erwiesen haben. Das haben wir oft genug hin und her diskutiert. Wir hatten es auch letztes Mal im Umweltausschuss noch einmal. Und deswegen steht in der Vorlage drin, dass wir dort auch zur Abwendung von Gefahren für Leib und Leben genau festlegen müssen, wo denn diese Linie mit 1 Meter Wasserhöhe und sonst was verläuft. Da haben wir gewisse Vorstellungen, wo die verlaufen wird, aber es ist eben noch nicht geklärt. Genau deswegen warten wir seit einem halben, dreiviertel Jahr auf diese neue Festlegung, auf diese neuen Ermittlungen, und die liegen schlicht und ergreifend noch nicht vor. Und wir haben uns schlicht und ergreifend auch in der rot-grün-roten Kooperation darauf verständigt, das abzuwarten. Und genau das tun wir hier. Wir streichen diese Vorgriffe, die Sie geglaubt haben, ohne diese Linie schon festlegen zu können, die streichen wir schlicht und ergreifend, weil sie sind einfach sachfremd und sie sind auch entgegen den Interessen des Hochwasserschutzes. Also wir tun jetzt im Grunde nur rausoperieren, was Sie sachwidrig reinoperiert haben. Das ist ein ganz normaler Vorgang und es besteht überhaupt keine Veranlassung, dagegen was zu erinnern. Ich meine, ich kann ja verstehen, dass Sie jetzt als Opposition versuchen, uns die ganze Zeit dort am Zeug zu flicken und sagen, wir sind irgendwie die großen Investorenschrecks. Ich kann Ihnen dann vielleicht zu Ihrer Beruhigung mitteilen. Ich glaube, das war ja auch durchaus, ist es ja auch bekannt, das ist ja auch, sind ja auch keine Geheimgespräche, dass wir mit Investoren dort im Gespräch sind, und ich füge hinzu, in einem sehr guten Gespräch, jedenfalls nach meinem Eindruck. Das gilt sowohl für die Eigentümer, die dort planen, im Bereich der sogenannten Hafen City, man muss wirklich sagen, so genannt, und es gilt auch für den Bereich Pushkin Park. Dort hat letzte Woche ein erstes Gespräch stattgefunden mit der Geschäftsführerin von der Dresdenbau, mit ihren Anwälten. Wir haben uns dort nicht geeinigt, das ist auch deutlich, aber das Gespräch hat auch in einer Atmosphäre stattgefunden, das deutlich sich abgehoben hat von den medialen Aufregungen, die in den letzten Monaten wir in den Dresdner Medienerzeugnissen lesen konnten. So, also es ist hier wirklich ein ganz normaler, fachlicher Vorgang, und Sie brauchen nicht versuchen, den irgendwie ideologisch aufzuladen. Vielen Dank, und deswegen bitte ich darum, dass wir den Änderungsanträgen, die Frau Kaufmann vorgestellt hat, hier zustimmen. Jetzt Frau Dr. Kaufmann. Ja, ich denke. Ja, meine sehr geehrten Herren, ich denke, dem ist eigentlich nichts entgegenzusetzen und hinzuzufügen, weil
Dieser Beschluss, den Sie heute erneut fassen, ist nochmal sachlich nicht richtig. Es gibt noch keinen Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan 357b. Und es gibt ihn deswegen nicht, weil wir nicht wissen, wie die Gefahrenlagen in diesem Gebiet dastehen. Was Sie dort lesen, ist sachlich leider falsch. Es gibt keinen formellen Aufstellungsbeschluss, der rechtlich sozusagen gesetzt ist. Und auch die Bürgerbeteiligung, die man gerne im Vorfeld machen darf und kann, hatte im Grunde genommen keinen Aufstellungsbeschluss als Grundlage des Handelns. Ja, man hat also sozusagen Dinge getan, bevor man formell die ersten Schritte zur Aufstellung eines Bebauungsplanes vollzogen hatte. So, und deswegen, und genau deswegen, gehört es sachlich in diese Vorlage nicht rein. Und es gehört inhaltlich in diese Vorlage nicht hinein, weil wir dann an ganz, ganz vielen anderen Stellen nach dieser Logik ebenfalls private Investoren mit ihren Bauprojekten, seien es Einzelhäuser oder seien es kleine Siedlungen, möglicherweise auch listen sollten, warum gerade an dieser Stelle dieses Investitionsvorhaben. Und ich bitte Sie, weil es eine Analyse ist und eine Konzeption öffentlicher Maßnahmen und damit die Grundlage für das Einwerben von Fördergeldern, private Interessen und öffentliche Interessen an diesem Punkt nicht miteinander zu verweben. Und meine Damen und Herren, wenn private Personen an ihren Objekten, die dann aber gebaut sein müssten, einen Objektschutz betreiben möchten gegen die Flut und damit für ihren Schutz, dann sei ihnen das natürlich unbenommen. Das können sie auch tun, ohne dass wir hier diese Texte verfassen. Hier geht es aber vor allen Dingen um einen Gebietsschutz. Und das bedeutet, dass ein gesamtes Gebiet und damit ein Teilraum der Stadt geschützt werden soll. Und dafür müssen Grundlagen geschaffen werden. Das steht jetzt in dieser Vorlage, das ist logisch richtig. Und dann im Nachgang muss man und soll man auch Private beteiligen. Und das wiederum ist implizit bereits erwähnt. Und zwar nicht nur für den Bereich der Hafen City, sondern auch für die Bereiche in Laubegast und in anderen Teilen, die von den Fluten der Elbe, der Lockwitz, der Weißeritz und der Kleingewässer betroffen sind. Vielen Dank. Als nächste Wortmeldung, ich glaube, der Herr Thiele war vorher gewesen und dann Herr Dr. Böhmekorn. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Damen und Herren. Ja, Herr Lichti, wir müssen natürlich so lang texten, weil Sie hier alles dafür tun, seit, wenn man ehrlich ist, Juni letzten Jahres, um irgendeine Investition im Bereich der Leipziger Straße, sei es Hafen City oder sei es Marina Garden, zu verhindern. Und ich muss sagen, leider haben Sie tatsächlich bisher damit großen Erfolg. Sie verstecken sich dort hinter Formalismen, Sie lassen ganze Stadtratssitzungen wiederholen, nur mit dem einen Ziel. Und heute setzen Sie hier wieder in dieser Richtung Akzente, da geht es jetzt hier los mit dieser Vorlage zur Ereignisanalyse zum Hochwasserereignis im Mai und Juni 2013. Und mit Ihrem Änderungsantrag von der Fraktion Die Linke, beziehungsweise hier interfraktionell, wollen Sie genau wieder das erreichen. Und nicht nur, dass Sie jetzt sozusagen den uns seit Dezember vorliegenden Änderungsantrag hier zur Abstimmung vorlegen, der auch schon an sich eine Frechheit ist. Nein, Sie gehen jetzt sogar noch einen Schritt weiter. Und da muss man tatsächlich sagen, die finanziellen Auswirkungen, die Sie hier mit Ihrem Änderungsantrag schlussendlich erreichen, die scheinen Sie nicht im Blick zu haben. Sie wissen ganz genau, dass auch seitens des Landes als zuständige Institution für den Hochwasserschutz an der Elbe keinerlei Gelder eingestellt sind, um diesen Gebietsschutz zu realisieren. Ich habe es jetzt akustisch nie verstanden, den Zwischenruf. Ach, Herr Scholbach. Ein bisschen können Sie mir schon auch zutrauen. Und ich habe mich mit der Thematik auch auseinandergesetzt, vielleicht sogar mehr als Sie. Applaus
Und worum geht es? Sie geben hier vor, es geht Ihnen um Gebietsschutz für das Gebiet der Leipziger Straße. Dann sollte man zur Kenntnis nehmen, dass vor dem Hintergrund der finanziellen Situation sich dieser Hochwasserschutz nur in Zusammenarbeit mit denjenigen realisieren lässt, denen dort diese entsprechenden Flächen auch gehören. Und es ist vollkommen unvernünftig. Und ja, es ist investorenfeindlich, was Sie hier treiben. Denn nur in Zusammenarbeit mit denen, die dort entsprechende Projekte realisieren wollen, auch für den von Ihnen so gewünschten Wohnungsbau, lassen sich hier vernünftige Lösungen erzielen. Deswegen werden wir, wie es Herr Dr. Reuter auch schon gesagt hat, Ihre Änderungsanträge hier ablehnen. Das ist das einzige Vernünftige, was wir hier machen können. Herr Dr. Böhme-Korn. Das sind mal zwei Punkte zur Rede von Frau Kaufmann, Frau Dr. Kaufmann, Entschuldigung, obwohl man das manchmal nicht merkt, aber gut, das will ich jetzt nicht näher ausführen. Also kurz und gut, es ist zum Ersten so, es gibt einen Aufstellungsbeschluss für den Plan 357b. Dieser Beschluss ist am 10. Juli 2014 hier in diesem Stadtrat gefasst worden. Es war 1:1. Der Antrag der SPD. Es war 1:1 der Antrag der SPD. Wir hatten ihn hier auf der Tagesordnung, um ihn einfach noch mal rechtssicher zu wiederholen. Er ist vertagt worden und ich bin nun sehr gespannt, was geschieht. Herr Avenarius hat ja im September in seinem großen Interview gesagt, dass er großen Wert darauf legt, dass die SPD als verlässlicher Partner wahrgenommen wird. Ich bin gespannt. Das muss man mal sagen. Wir haben diesem Antrag explizit zugestimmt, eben weil wir den Investoren die Sicherheit geben wollten, dass über die Stadtratsperiode hinaus, damals war ja schon gewählt, eine verlässliche Basis geschafft wird. Ich bin gespannt. Und zum Zweiten, wenn Sie planen, das müssten gerade Sie doch wissen, in einem Territorium zwei verschiedene Nutzungen planen, ja, da ist es doch sinnvoll, die aufeinander abgestimmt zu planen und nicht erstmal die eine Nutzung, die Hochwasserlinie zu planen, und dann die Bebauung zu planen, das kann sich schon in den Weg kommen. Da kann man sich abstimmen, da kann man verträgliche Kompromisslösungen finden, wenn man nämlich zusammen die Sache anpackt. Und das ist der Sinn dieses Beschlusses und nichts anderes. Ich habe ja erwartungsvoll geguckt, dass er an der anderen Seite jetzt meldet. Herr Lichti, Herr Dr. Lames, und dann machen wir das wieder umgekehrt. Bitte schön. Also ich kann ja wirklich nachvollziehen, dass die CDU hier ihr Kernoppositionsthema, das sie gefunden hat, jetzt wirklich reiten will. Aber ich meine, es ist halt einfach auch dann nur dann zu reiten, wenn es tatsächlich Thema ist. Ich dachte ja, diese ganze Debatte jetzt beim nächsten Tagesordnungs 357c kommt. Sie verschießen doch ihr gesamtes Pulver, aber doch bitte nicht an dieser Fachvorlage. Ja, ich kann es nicht nachvollziehen. Also bitte, wenn Sie anfangen zu kritisieren und Opposition zu machen, dann machen Sie es bitte auch am richtigen Punkt. Und jetzt noch einmal, vielleicht weil manche Mitglieder Ihrer Fraktion nicht im Umweltausschuss waren und auch die Mitglieder Ihrer Fraktion aus dem Umweltausschuss vielleicht nicht berichtet haben, dann mache ich es jetzt hier in öffentlicher Sitzung im Stadtrat. Herr Dr. Korndorfer, er ist, glaube ich, Leiter des Umweltamtes, Herr Hilbert. Ich glaube, er ist Ihr Mitarbeiter. Sie waren daneben gesessen, hat ausdrücklich im Umweltausschuss mitgeteilt. Bis heute liegt ihm keinerlei Planung, geschweige denn Planungsvorstellung oder irgendetwas Konkretisiertes, irgendein beschriebenes Blatt Papier vor, wo beispielsweise die Investorin der Dresdenbau im Bereich Pushkin Park irgendwie Vorstellungen von einem Objektschutz in irgendeiner Weise konkretisiert hätte. Sie unterstützen hier Personen, die in der Öffentlichkeit irgendwas behaupten, was verwaltungsintern null untersetzt ist. Jetzt machen Sie sich doch nicht zum Gehilfen von privaten Interessen, sondern nehmen Sie doch endlich Ihre Aufgabe wahr, nämlich die Interessen der Stadt und des Allgemeinwohls zu wahren. Und die Interessen der Stadt ist, dass wir hier einen Gebietsschutz für ganz Pieschen und für die Neustadt hinbekommen und nichts anderes. Herr Dr. Lames. Ja, Herr Erster Bürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn jetzt der Wall
Kampf dann ausbricht, offenbar, wie es denn sein muss von dieser Seite des Hauses an einer Stelle, wo man Ereignisanalyse betreibt und beschließt und sonst gar nichts und wo in diesem Beschluss schlicht und ergreifend vielleicht der ein oder andere Wunsch zur Ereignisanalyse nochmal dazugefügt worden ist, dessen Beschluss an der Wirklichkeit nicht das Geringste ändert, so oder so, dann will ich doch vielleicht die CDU zur Konsequenz auffordern. Herr Dr. Böhmekorn, wenn es Ihnen darum geht, tatsächlich hier die verschiedenen Nutzungsinteressen in einem geordneten Verfahren zusammenzuführen, dann haben Sie in einer der folgenden Tagesordnungspunkte Gelegenheit, dem Planaufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan 357c zuzustimmen. Denn das ist genau das. Und wenn Sie dem nicht zustimmen und würden damit die Mehrheit verhindern, was ja glücklicherweise nicht der Fall ist oder nicht mehr der Fall ist, wenn Sie dem aber dann nicht zustimmen, dann würde Sie als nächstes eine Vorlage der Oberbürgermeisterin Helma Orros, CDU, ereilen. Dort ist vorgesehen, für 357c einen Aufstellungsbeschluss zu fassen und eine Veränderungssperre. Genau das können Sie jetzt auch schon tun und alles andere ist dann eine Frage der späteren Planungen. Lassen Sie die uns machen, auch in der Hoffnung, dass die dann teilweise nach dem Wahlkampf geschehen werden, wenn Sie so nervös sind vor dem Wahlkampf und fangen jetzt schon bei der Ereignisanalyse an, diese Dinge hier hochzuziehen, dann ist mir ja fast schon Angst und Bange, allerdings nicht vor dem Wahlkampf, sondern mit dem Ergebnis, mit dem Sie rausgehen. So, hat jemand sich noch nie geäußert, der das jetzt noch gerne tun möchte? Wenn das nicht der Fall ist, dann steigen wir mal in die Abstimmung rein. Wir haben drei vorliegende Änderungsanträge. Ich würde sie von oben nach unten abarbeiten. Zunächst der Antrag auf Streichung des letzten Satzes im Punkt 4a. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist der interfraktionelle Antrag. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Ja, 30 Nein, eine Enthaltung, damit angenommen. Jetzt kommen wir zum Streichungsantrag von Frau Kaufmann des Punktes 4b. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltung eine. 37 Ja, 31 Nein, eine Enthaltung wird damit auch angenommen. Und dann haben wir noch einen Änderungsantrag, einen Ergänzungsantrag, einen Punkt 6 anzufügen von Herrn Green. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich ums Handzeichen. Zwei Gegenstimmen wäre die überwiegende Mehrheit damit abgelehnt. Wir kommen damit zur Schlussabstimmung in der geänderten Fassung. Wie gesagt, um den Punkt 4a letzter Satz und 4b. Wer da zustimmen möchte, bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Fünf Enthaltungen, keine Gegenstimmen und
Also, ich muss nochmal die Ja-Stimmen, weil ansonsten hätten wir hier Zuwachs im Rat bekommen, was schlechterdings nicht sein kann. Insoweit, damit wir es ordnungsgemäß haben und keine Gerichtsverfahren uns dann an die Backe kommen. Wer möchte zustimmen? Der Vorlage in der vor uns geänderten Fassung. Nochmal zu der Vorlage. Wir haben ein Stimmergebnis, das sind mehr als Rede sind, das kann nicht sein. Und insoweit müssen wir nochmal zählen. Der Gesamtvorlage. Gegenstimmen, Stimmenthaltungen. Wenn ich es richtig gezählt habe, 61,05. Ja. Genau. Damit wäre das so beschlossen. Wir kommen zum nächsten.